Hallo, meine Lieben. Willkommen zurück in meiner Hobby-Ecke und herzlich willkommen zur Vlogmas Woche 1. Ja, meine Lieben, ihr könnt schon sehen, hinter mir ist es ziemlich weihnachtlich. Ich habe schon meine ganzen weihnachtlichen Dekorationen und so weiter rausgemüllt. Und etwas ganz Besonderes ist hier hinter mir auch, und zwar mein erster Garn-Adventskalender. Ich habe sowas noch nie gehabt. Letztes Jahr habe ich es irgendwie total verpennt und dieses Jahr habe ich den Startschuss dafür verpennt. Es gibt ja ganz viele Handfärberinnen und Handfärber, die ganz tolle Adventskalender gestalten. Und ich war dieses Jahr so spät dran, dass die meisten schon ausverkauft waren von den Handfärberinnen, wo ich gerne geshoppt hätte. Aber bei A Home Spun House gab es tatsächlich noch einen zu haben und den habe ich mir geschnappt. Ja, wie ihr am Titel des Videos schon sehen konntet, möchte ich euch so ein bisschen mit durch meinen Advent nehmen. Ich bin auf die Idee gekommen, letztes Jahr eigentlich schon, aber da war das alles zu knapp. Ich fühle mich dieses Jahr überhaupt nicht in weihnachtlicher Stimmung. Das liegt sicherlich an der Gesamtsituation, in der wir uns gerade befinden und auch am Wetter. Heute ist so ein schöner Tag. Heute ist der 23. November und draußen sieht es aus, als ob der Frühling losbrechen möchte. Die Sonne scheint so schön. Ja, eigentlich müsste man ja trübes Wetter erwarten im November. Jedenfalls war es gestern so. Aber heute, ich meine, ich freue mich über die Sonne, ne? So ist es nicht, aber ja, so richtig Weihnachtsstimmung, ich weiß auch nicht. Ich habe zwar schon alle Weihnachtsgeschenke geshoppt, aber seitdem ich irgendwie nicht mehr zur Schule gehe oder vor allen Dingen in die Grundschule oder in den Kindergarten, fällt es mir von Jahr zu Jahr schwerer, in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und ja, viele von uns sind jetzt auch alleine. Ich selber bin auch den ganzen Tag alleine, aber mir macht das vielleicht nicht ganz so viel aus wie anderen Menschen da draußen. Und ich dachte mir, indem ich euch vielleicht mit so durch meine weihnachtlichen Abenteuer nehme, kann ich euch so ein bisschen Gesellschaft leisten und vielleicht auch das ein oder andere Weihnachtsgefühl in euch wecken. Mal sehen, wie mir das gelingt und ob mir das gelingt, das entscheidet natürlich ihr selbst. Ja, aber wie gesagt, mit den Vlogs möchte ich euch sozusagen ein bisschen Gesellschaft leisten, falls ihr allein zu Hause seid. Und mich selber auch so ein bisschen dazu nötigen, weihnachtliche Aktivitäten zu machen, um mich selber so ein bisschen in weihnachtliche Stimmung zu bringen. Natürlich leben wir immer noch in Zeiten einer Pandemie und deswegen dachte ich, okay, du musst noch irgendwas Positives rausschmeißen. Ich habe im Jahr immer so eine kleine Waage mit positiven Dingen und negativen Dingen. Und ich versuche immer eine Balance zu halten auf dieser Waage. Und ja, diese Weihnachtsvlogs sollen einfach so ein bisschen eine positive Stimmung verbreiten, hoffe ich doch. Aber ihr wisst natürlich auch, dass meine Mittel begrenzt sind. Dieses Jahr gibt es keinen Weihnachtsmarkt. Aber wir haben uns auch innerhalb der Familie ein paar schöne Aktivitäten überlegt, wie wir uns trotzdem so ein bisschen in Weihnachtsstimmung bringen können. Und da nehme ich euch gerne mit. Denn ich denke, auch trotz dieser ganzen Situation ist es möglich, in Weihnachtsstimmung zu kommen. Denn es gibt so viele Sachen, die man zusammen als Familie machen kann, oder auch allein, dass man sich so ein bisschen in Weihnachtsstimmung bringt. Das glaube ich schon. Ja, was ist eigentlich der Plan? Also ich bin ja voll berufstätig, aber aufgrund der aktuellen Situation kann ich von zu Hause arbeiten, was ein riesengroßer Vorteil ist und ich bin sehr dankbar, dass das so ist. Das bedeutet aber auch, dass ich immer nur nachmittags, also nach meiner Arbeitszeit, filmen kann. Und deswegen wollte ich keine Daily Vlogs machen, also dass ihr jeden Tag ein Video bekommt, sondern dass ich meine ganze Woche vor euch filme, das, was ich nachmittags so an weihnachtlicher Aktivität machen kann. Und das schneide ich euch dann in so einer Wochenübersicht zusammen und lade das immer am Adventssonntag hoch. Deswegen filme ich im Prinzip schon eine Woche vorher. Genau. Außerdem wird es noch ein paar mehr Videos geben. Also auf jeden Fall möchte ich
vor Weihnachten noch einen Podcast drehen. Ich hoffe, das schaffe ich. Und dann gibt es eventuell noch ein oder zwei Bonusvideos. Was genau ihr in diesen Bonusvideos sehen werdet, da werdet ihr im Verlauf des Vlogmas den ein oder anderen Hinweis sicherlich bekommen und dann auch wissen, worum es nachher geht. Genau, aber jetzt, ihr seht schon hinter mir das Chaos. Ich habe hier so ein paar Boxen an Weihnachtsdeko und da muss ich jetzt erstmal gucken, was ich so alles da habe. Ich neige nämlich dazu, jedes Jahr immer neue Deko zu kaufen, obwohl ich schon super schöne Deko habe und übers Jahr vergessen habe, was ich so für schöne Deko habe. Und deswegen muss ich jetzt erstmal eine Akquise machen und gucken, was schon da ist. So, bevor ich das aber machen kann, muss ich erstmal hier aus dem Hobbyzimmer raus. Hier ist einfach zu wenig Platz. Und schaut euch mal dieses leichte, kleine, dezente Chaos hier an. Ich meine, es geht noch. Es könnte deutlich schlimmer sein. Aber ich glaube, wir verziehen uns jetzt gleich erstmal ins Wohnzimmer und dann schauen wir erstmal, was sich alles in diesen schönen bunten Boxen verbirgt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich muss mich erstmal daran gewöhnen zu vloggen. Ich habe ja schon mal ein paar Vlogs gedreht, aber das so jede Woche machen, ja, aber naja. Was ich euch aber vorab noch erzählen wollte, ist, dass ich mir auch ein paar Weihnachtsgeschenke für mich selber gekauft habe. Upsi. bei La Bien-Aimée war neulich ein bisschen Rabatt und dann habe ich gedacht, okay, dann guckst du nochmal bei Roquevol und bei Garn Stories. Und da bin ich ein bisschen eskaliert und habe das ein oder andere Stück Wolle gekauft. Oh, die Sonne. Okay, ich zeige euch erstmal, was ich habe. Und zwar könnt ihr euch ja vielleicht ganz dunkel daran erinnern, dass ich mir so ein bisschen Wolle für einen zweiten Rose Cardigan gekauft hatte. Das waren die hier. Und dann habe ich mir noch diese coolen Teile dazu geholt. Das ist auch La Bien-Aimée Sport. Und ich habe mir überlegt für eine ganz dunkle Variante. Das sind ja jetzt alles Grautöne mit Braun. Und hier ist auch noch so ein bisschen ganz hellgrau drinne und lila und aber auch dieses schöne Rost, dass das der nächste Fade wird. In ganz dunkel. Und ich hatte Anfang November so ein bisschen eine traurige Phase und wollte unbedingt bunte Wolle haben. Und das hier ist nicht so bunt, aber die beiden hier versprühen Freude und Glückseligkeit in meinen Augen. Das hier ist von Roquevol ein BFL. In so einem richtig schönen leuchtenden rosa, pink, orange. Und dann habe ich Garn Stories entdeckt. Und Leute, Garn Stories. Also die liebe Anke, die Garn Stories betreibt, die kann einfach super schön Wolle färben. Also Wahnsinn. Auch das hier ist Garn Stories. Das hier ist nochmal Roquevol. Das ist von meinem ersten Rose übrig geblieben. Da hatte ich ein bisschen zu viel bestellt. Und ich habe hier nochmal so ein bisschen La Bien-Aimée Sport. Und das ist dann die helle Variante für Rose Cardigan Nummer 3. Ich weiß, wer braucht drei Rose Cardigans? Ich brauche sie. Der ist einfach so toll. Und das wird dann so ein richtig peppiger Arm und Ärmel. Und wird dann immer ruhiger nach hinten raus. Das sind ja hier so hellgrau und beige Töne. Und ich fand diese Kombination knattergeil. Und dann noch diese dunkle Variante. Also ich kann es kaum erwarten, das fertig zu stricken. Aber im Augenblick habe ich noch ein anderes Projekt auf den Nadeln, das auch ein Fail-Projekt ist. Und das muss mal erstmal fertig werden. Aber davon erzähle ich euch gar nicht so viel. Vielleicht seht ihr es irgendwann nochmal im Vlog, aber spätestens dann im Podcast. Genau, ich räume das jetzt erstmal hier alles rüber. Nicht weglaufen. Und dann hole ich mal die ganzen Sachen hierher. Und dann schauen wir mal zusammen, was da alles so drin ist. Funktioniert noch. Thank you.
Ich musste mir erstmal noch einen schönen Film anmachen und es gibt nichts Schöneres, als ein bisschen Mary Poppins zu gucken. Ich habe jetzt schon mal die erste Box ausgeleert, wie ihr sehen könnt, und ich muss sagen, ich habe echt viel Krempel. Das hier ist ein ganz wichtiges Accessoire, das niemals fehlen darf. Und zwar ist das unser Weihnachtspostbriefkasten und den benutzen wir immer für unseren Adventskalender. Wir haben uns vor 4 Jahren irgendwie angewöhnt, dass jeder von uns immer im Wechsel von einem Jahr dem anderen einen schönen Adventskalender macht. Und da sind meistens nur so Süßigkeiten drin oder so ganz viele Kleinigkeiten. Letztes Jahr war Hendrik dran und hat mir jeden Tag so einen kleinen Mini-Maschenmarkierer geschenkt und Schokolade und sowas. Und ich habe auch ein Jahr mal so eine Art Schnitzeljagd mit ihm gemacht. Da habe ich ganz viele Rätsel aufgeschrieben, jeden Tag ein Rätsel. Und das Rätsel hat ihm die Lösung gesagt, wo er suchen muss, um sein Adventsgeschenk zu bekommen. Mein lieber Freund, der hat dieses Jahr ein besonderes Adventsgeschenk verdient, beziehungsweise eine besondere Adventszeit, dass ich ihm so ein bisschen schon so ein frühes Weihnachtsgeschenk mache mit diesem Adventskalender. Aber ich darf natürlich nicht zu viel verraten, weil es könnte ja sein, dass er das Video schaut. Von daher kann ich euch noch nicht ganz so viel erzählen, aber wenn ich den Adventskalender vorbereite, diese Woche nehme ich euch natürlich mit und dann darf dieser Postkasten natürlich nicht fehlen. Ist ein bisschen kitschig, aber ich finde es cool und ein bisschen Kitsch gehört ja auch zu Weihnachten, finde ich. Genau, also das wichtigste Utensil ist schon mal da. Okay, also ich habe definitiv genug Weihnachtskrempel. Schaut euch das mal an. Also wenn das nicht reicht, dann weiß ich es auch nicht. Ich habe es mal wieder geschafft, erfolgreich ein Sammelsurium noch schlimmer aussehen zu lassen, als es eigentlich ist. Ich werde das jetzt erstmal alles aufräumen und dann entscheiden, wo die einzelnen Sachen wieder hinkommen. Die meisten von diesen Sachen haben ja ihren festen Platz. Von daher werde ich jetzt erstmal ein bisschen rummüllen. Meine Liebe, ich muss das Geschmücke mal für einen Augenblick pausieren, denn es kam Post. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mir das ein oder andere Weihnachtsgeschenk gemacht habe. Hey, da ist noch ein bisschen mehr gekommen, aber das ist jetzt auch das Vorletzte. Und dann ist Schluss mit Wolle kaufen dieses Jahr. Das sage ich irgendwie jedes Mal und mal sehen, ob es so bleibt. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, was hier drin ist. So, könnt ihr mich sehen? Also, die liebe Annike von Pearl & Knit hat ja neulich mal wieder einen schönen Shop-Update gemacht und ich konnte nicht widerstehen. Die hat da so viele schöne Sachen gehabt, wo ich dachte, oh. Ja, haben. Ich habe nämlich ein besonderes Tuchprojekt im Sinn und dafür hat mir noch so ein bisschen eine schicke Farbe gefehlt und die ist hier drinne. Und nicht nur Wolle habe ich gekauft, sondern auch die weltcoolsten Maschenmarkierer. Das ist auch das erste Mal, dass ich tatsächlich bei
Anike bestelle und wow. Oh, toll sieht das aus. Also ich habe mich für ihre Single Base entschieden. Und zwar habe ich Indian Summer. Wow, schaut euch diese tollen Rottöne an. Die Wolle ist butterweich. Das ist 100% Merino Single. Oh, 100 Gramm, 400 Meter Lauflänge. Dann habe ich Dip Nummer 1. Wow, es ist flauschig. Super flauschig, flauschig. Und Nummer 3 ist Eminenz. Und ihr könnt schon sehen, ich habe versucht, so einen kleinen Fade hinzubekommen. Und zwar möchte ich den Saturate-Schal machen oder ein Dreieckstuch. Das ist ein richtig wildes Teil. Und dafür haben mir noch diese Farben gefehlt. Ich habe mir nämlich bei Steven West vor einer Weile noch anderes Merino Single Garn gekauft. Und dazu passen diese drei Schätzchen wunderbar. Schaut euch das an. Wow! Irre! Und so weich. Ich krieg mich nicht mehr ein. Und als nächstes konnte ich nicht widerstehen. Und weil ja bald Weihnachten ist, wollte ich mir die Weihnachtskugel nicht nur an den Baum hängen, sondern auch an meine Projekte. Und da habe ich mich für diese Weihnachtskugelmaschenmarkierer entschieden. Sind die nicht goldig? Ich finde die ja super süß. Jetzt muss ich aber weiter dekorieren. Ich bin schon ein Stück vorwärts gekommen. Ich will dieses Jahr auch nicht zu viel machen. Hier nur ein Bäumchen und da nur ein Bäumchen. Ich muss mir noch ein bisschen was für meine Fenster überlegen. Ich habe ziemlich große Fenster, aber ich habe letztes oder vorletztes Jahr, glaube ich, war es, noch ein paar Ornamente gebastelt aus Butterbrotpapier. Und weil wir gerade in der Küche sind, passt das thematisch. Ich zeige die euch gerade mal. Und zwar kennt ihr vielleicht so Frühstückstüten. Kosten nicht viel Geld, aber da kann man richtig coole Weihnachtsdeko draus machen. Und zwar will ich wieder Schneeflocken machen. Wenn der Schnee schon nicht fällt, will ich ihn wenigstens im Fenster haben. Und das mache ich aber an einem anderen Tag. Das wird heute sonst alles zu viel. So, meine Lieben, wie ihr sehen könnt, habe ich schon ein bisschen weihnachtlich weiter dekoriert. Ich werde heute... Oh, Mary Poppins singt noch. Mach mal kurz Pause. Ich werde jetzt noch unseren Esstisch dekorieren und dann muss ich noch reichlich Batterien verteilen. Ich habe hier nämlich an mancher Deko, zum Beispiel an diesem hübschen kleinen Tannenbäumchen, da ist Strom drin. Also Lichter sind da drin. Aber der Strom fehlt noch. Das werde ich jetzt gleich nochmal machen, aber erst mache ich den Esstisch fertig. Oh, wer erinnert sich an die kleinen süßen Kürbisse? Die müssen jetzt leider weg. Die sind durch für dieses Jahr. Halloween ist ja auch schon lange vorbei. Und guckt mal, ich habe die erste Socke fertig. Juhu. Habe ich mir einen abgebrochen mit diesem Kitchener-Stitch. Also weiß ich auch nicht. Das macht keinen Spaß. Mir macht das keinen Spaß. Aber ich muss ehrlich sagen, als ich es dann endlich raus hatte, wie das geht, war es eigentlich gar nicht so schlimm. Und dann habe ich es relativ sauber hinbekommen. Ist noch kein Meisterwerk, aber es ist ja auch noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ne? Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich euch hinstelle. Und dann dekoriere ich erstmal noch den Esstisch. Fertig. Ja, diesmal ist noch nicht ganz so viel Farbe hier bei uns, aber ich glaube, dass ich das nochmal verändern werde, je dichter wir Weihnachten kommen. Und dann wird vielleicht noch ein bisschen mehr Rot und Grün dazukommen. Aber für den Augenblick finde ich es eigentlich ganz schön, wenn das noch so ein bisschen dezent ist. Ich weiß nicht, ob ich mich traue, die Kerzen anzumachen, wenn besonders der große Baum da so dicht steht. Mal sehen, vielleicht ist das nur ein Deko-Element. Und ich mache die Kerzen nicht an. Aber so kann es erstmal bleiben als Decoration. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht.
Ich denke mal, wenn der Weihnachtsbaum kommt und die ganzen unterschiedlichen Kugeln da dran hängen, dann wird das ein richtiger Eyecatcher. Und so soll es ja auch sein, ne? Also, mir gefällt es sehr gut von den Farben her. Nicht zu verrückt, aber auch trotzdem sehr festlich. Ich bin zufrieden. Oh, der kleine Freund hier muss irgendwie auch noch irgendwo hin. Wo kann er hin? Wo kann er hin? Wo kann er hin? Hier hin? Naja, erstmal kannst du da bleiben. Ich muss auch noch ein bisschen aufräumen. Ich bin zufrieden mit meinem Esstisch. So. Und extra große Schleife. Ich hätte damals nichts anderes für die Krone, aber ich finde, das sieht irgendwie sehr, sehr süß aus. Hallo, es ist ein neuer Tag. Ja, ich bin jetzt soweit fertig mit dem Geschmücke. Ich habe noch ein bisschen Lego ausgebuddelt. Und zwar bin ich ja ein riesen Lego-Fan. Und ich habe hier noch so ein Zuckerhaus. Ich glaube, das gab es letztes Jahr als Set bei Lego. Das fand ich so cool. Also, ich meine, Lego fetzt einfach. Ich weiß gar nicht, ob das. Oh, das Licht funktioniert sogar noch. Ich werde bekloppt. Ja. Also das habe ich noch irgendwie ausgemüllt. Und ich habe auch noch einen Weihnachtsmann von Lego gefunden. Ja, das ist jetzt sozusagen der Rest an Dekoration. Ja, was heute noch auf dem Plan steht, ist, dass ich noch Henriks Adventskalender fertig machen muss. Und ich habe mir hierzu schon die alten Säckchen rausgesucht, die ich mal für ihn genäht hatte. Das war noch, oh Gott, zu Studentenzeiten. Da hatte ich, glaube ich, meine Nähmaschine noch nicht lange und da habe ich ihm dann so kleine Säckchen genäht aus so Nesselstoff und habe die dann einfach mit Acrylfarbe bemalt und schaut mal. Das ist an, ja, wie soll ich sagen, Witzigkeit nicht zu überbieten. Ihr seht schon hier, das ist natürlich das Meisterwerk. Bitte, was ist das? Wie kann man denn so einen Weihnachtsmann malen? Ja, an mir ist ein Picasso verloren gegangen, ne? Wobei das hier geht eigentlich, das mit dem Zweig und den paar Sternchen da dran. Ich meine, Kugeln. Ja, und ansonsten ist das ein sehr einfacher Adventskalender. Ich hatte mir auch mal vorgenommen, so kleine Söckchen zu stricken, aber ich war noch nie so ein großer Fan von Sockenstricken bis jetzt. Und deswegen habe ich die Säckchen hier jedes Jahr eigentlich immer wieder verwendet. Die muss ich jetzt noch befüllen und das muss ich schnell machen, denn Hendrik ist gleich zu Hause. Und da muss das alles fertig sein. Ihr seht schon, hier ist eine ganze Menge übrig. Und ja, also aus nostalgischen Gründen habe ich das aufgehoben und nicht, weil die besonders hübsch sind. Okay. Naja, was macht man nicht alles für den Liebsten, um ihn zu beeindrucken, ne? Jetzt muss ich aber erstmal die ganzen Sachen rausholen, die ich da rein verpacken will. Und dann machen wir das mal schnell noch zusammen. So, ich habe jetzt schon mal alles bereitgelegt. Und jetzt muss das natürlich noch in diese kleinen süßen Säckchen verpackt werden. Das mache ich jetzt mal. Und dann ist Hendrik auch schon zu Hause. Oh, er ruft schon an. Ich muss mich beeilen. Oh
Mann, jetzt bloß nicht in Panik verfallen. Ich warte auch mal bis zum letzten Drücker da drauf, damit es fertig zu machen, ne? Das ist immer wieder das gleiche Problem. Noch rechtzeitig geschafft. Okay, also die Säckchen sind jetzt alle befüllt, Gott sei Dank. Ich habe sogar noch die alten Bänder und so weiter dazu gefunden. Ja, also hier sind, wie gesagt, diese kleinen Gewürze drin für dieses DIY-Projekt, das ich eben gekauft habe. Mehr kann ich leider nicht verraten und da sind auch noch so ein paar andere süße Sachen drin. Das hier ist für den 1. Dezember. Da sind so zwei kleine Gewürze drin, die ihn so ein bisschen auf den Holzweg führen sollen. Mal sehen, ob das gelingt. Deswegen kann das schon mal in die Box hier. Ist auch noch nicht so viel drin. So, da kommt rein. Und es wird natürlich noch nicht verraten, dass da schon was drin ist. Schön. Ach, ich habe gerade mal ein Nickerchen gemacht. Das war bitter nötig. Henrik war auch... Wir haben gerade noch zusammen Mittag gegessen. Oh, jetzt musste ich erstmal ein bisschen schlafen. Ich bin gerade im Hobbyzimmer, wie ihr erkennen könnt. Und ich habe ja meine Socken fertig gestrickt jetzt. Gestern, vorgestern, irgendwann. Und ich bin ja jetzt total auf dem Trip, Socken zu stricken. Und ich hatte mir bei Homespun House noch Wolle gekauft für ein Sockenprojekt. Und zwar heißt das, das war ein Sockenclub. Und zwar hieß der Christmas at Hogwarts. Und zwar ist das diese Färbung hier, die sieht richtig toll aus. Richtig schickes Weinrot und dann so grüne Spänkel drinne. Und ich finde die Label auch immer so schön von ihr. Hier ist Hagrid und da sind die drei Freunde. Ja, und ich will mir jetzt hierfür nochmal so ein passendes Kontrastgarn aussuchen. Ich habe ja hier so ein kleines selbstgefärbtes Sammelsurium. Mal gucken, ob ich hier was finde. Ich habe ja genug, ne? Da wird sich bestimmt was finden. Das hatte ich ja auch alles selber gefärbt. So, könnt ihr mich sehen? Ja, also mal schauen. Also hierum geht's ja. Aber das sieht mir irgendwie nicht so ganz passig aus. Das könnte was sein. Ich habe die übrigens alle irgendwie in einer Form. Die habe ich alle mal irgendwann gefärbt. Und die passen irgendwie ziemlich gut zusammen. Naja, okay, also das wäre doch ein gangbarer Weg. Die werde ich mir jetzt erstmal... Oh, das ist sogar auch ein High Twist. Also das hier ist ein High Twist und das hier ist durch Zufall auch ein High Twist. Und das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ja, das nehme ich. Also, jetzt muss ich erstmal Garn wickeln. Thank you.
Hallo! So, es ist jetzt schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe Gott sei Dank es noch rechtzeitig geschafft, die ganzen Sachen vor Hendrik zu verstecken, damit er auch nicht herausbekommt, was er im Adventskalender bekommt. Und ich habe schon mal noch so ein bisschen weiter rumgemölt. Und zwar treffen wir uns ja nachher, ich weiß gar nicht, jetzt ist es kurz vor fünf, um sechs wollen wir uns ja mit Hendriks Familie treffen, unten im Garten. Und so einen kleinen privaten Weihnachtsmarkt veranstalten. Und in meiner Weihnachtskiste habe ich auch immer die ganzen Glühweintassen von den Weihnachtsmärkten, die wir so besuchen. Und vom letzten Jahr habe ich hier noch den Bremer Weihnachtsmarkt 2019. Und ich habe auch von Lübeck noch eine Weihnachtsmarkt-Glühweintasse. Ja, das sind immer so Erinnerungen, die ich mir manchmal mitnehme. Und ganz wichtig, ich habe natürlich auch von zu Hause ein, und zwar vom Greifswalder Weihnachtsmarkt. Der ist auch vom letzten Jahr. Ich weiß gar nicht, ich glaube, meine Mama oder mein Papa hat mir den mitgeschickt. Und da trinke ich heute Abend auf jeden Fall meinen Glühwein draus. Das wollen wir noch machen, und wir wollen noch ein bisschen grillen und Feuer anmachen und gebrannte Mandeln essen und so. Wir haben uns gedacht, wenn wir schon nicht zum Weihnachtsmarkt gehen können, dann holen wir uns den halt selbst ins Haus beziehungsweise in den Garten, und das machen wir nachher auch. Und ich glaube, ich habe euch auch noch gar nicht gezeigt, wie mein Adventskranz aussieht. Und zwar ist der wie immer relativ, ja, schlicht gehalten, wie ihr sehen könnt. Ich habe hier immer so einen kleinen Hirsch. Und ich lege meistens nur so ein paar grüne Kugeln dabei zu den vier Kerzen. Hier ist auch so eine kleine Faulpelz-Variante an Kerze, weil ich keine Lust habe, immer wieder neue Kerzen zu kaufen. Wir haben die einfach mal abgebrannt. Und da passen jetzt diese Teelichter rein. Es sieht nicht so aus, aber wir waren gerade schon eine Runde spazieren. Ne? Ja. Und jetzt gehen wir gleich runter. Wir haben schon die Stimme geölt und können gleich ein paar Weihnachtslieder schmettern. Ich nehme euch noch so ein bisschen mit, aber ich glaube, wir sehen uns dann morgen in aller Frische wieder. Und dann zeige ich euch jetzt noch ein paar Impressionen von unserem kleinen Adventsmarkt. Heute noch mal in die Stadt auf den Markt. Ich brauche noch so ein bisschen Dekoration und Grünzeug für meinen Türkranz. Den will ich ja wieder neu gestalten. Und das machen wir jetzt gleich. Ich nehme euch ein bisschen mit und zeige euch mal so die Auswahl, für die ich mich nachher entschieden habe. Los geht's! Meine Lieben, wir sind schon wieder zurück aus der Stadt, und ich kann euch sagen, es war ganz schön voll.
Ich musste auch erstmal ein bisschen Wolle wickeln, falls ihr das da sehen könnt. Da neue Wolle für ein neues Projekt, aber das zeige ich euch dann erst im nächsten Podcast. Ich habe für meinen Türkranz natürlich noch allerhand besorgt und werde den dann nächste Woche zusammen mit euch gestalten. Ich zeige euch erstmal, was ich so zusammengetragen habe. Und zwar haben wir hier erstmal so ein bisschen Grünzeug. Gar nicht, ist das Eukalyptus. Und dann habe ich noch so ein bisschen Tannengrün gekauft. Oh, und das duftet Wahnsinn. Es riecht richtig toll. Ich habe noch zwei Lichterketten gekauft, aber die brauche ich jetzt nicht extra für meinen Kranz. Dann habe ich noch zwei kleine Tannebäumchen, die so ein bisschen aussehen wie Zimtsterne. Genau, ich weiß noch nicht, ob ich die auch mit an den Kranz machen werde oder ob die an den Weihnachtsbaum kommen. Da muss ich dann nochmal schauen, wenn ich soweit bin. Und ich habe hier noch diese zuckersüßen Sternchen mitgenommen. Die fand ich ja allerliebst. Und rot und grün, ich meine, noch mehr Weihnachten geht ja nicht. Und ich habe im Keller noch so ein bisschen was in meiner alten Sammelkiste gefunden. Hier so ein bisschen Kunstgrün mit Tannenzapfen und so weiter drin. Und falls ihr euch erinnert, habe ich ja auch eine Lichterkette mit so Tannenzapfen. Und ich glaube, das würde dann richtig schick aussehen an der Tür mit dem Licht und dem schönen Grün. Das Grün werde ich, glaube ich, auch noch so ein bisschen mit in meinen Adventskranz einbauen, weil das so toll duftet und einfach so schön aussieht. Das werde ich euch dann aber auf jeden Fall nächste Woche zeigen. Und ich werde mich jetzt noch ein bisschen zurückziehen und eine kleine Mittagspause machen. Ich bin ganz schön breit heute. Und schon mal anfangen, meine neuen Socken zu stricken. Ich hatte ja gestern schon die Wolle dafür gewickelt und da werde ich mich jetzt mal sozusagen ranschmeißen und mir noch einen Tee kochen. Hendrik ist noch ein bisschen spazieren gegangen mit seinem Papa. Ich war einfach zu platt und brauchte jetzt echt mal eine Pause. Vielleicht gehen wir nachher noch eine Runde. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal meine Socken anschlagen und wünsche euch ein ganz schönes erstes Adventswochenende. Ich hoffe, euch hat mein Vlog so ein bisschen gefallen und so ist schon mal so ein kleines Weihnachtswinter, naja, Winter nicht wirklich, aber Weihnachtswarm-up gegeben. Ich muss erstmal wieder in den Swing reinkommen und gucken, wie man so vloggt und was ich so teilen kann und was euch interessiert. Ich hoffe, es war was Schönes, Interessantes für euch dabei und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ansonsten hoffe ich, dass ihr gesund bleibt, dass eure Lieben gesund bleiben, dass ihr euch eine schöne Vorweihnachtszeit macht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder, dann zum Dekorieren des Türkranzes und noch so ein bisschen den Adventskranz ein bisschen schöner machen und etwas aufpeppen mit Grün. Und dann gibt es noch ein kleines Behind-the-Scenes-Video von mir für ein Projekt, das ich für euch noch gestalten möchte. Und ich glaube, Plätzchen backen ist nächste Woche auch mal angesagt. Also, wie ihr seht, es gibt noch ja, reichlich Interessantes, Weihnachtliches bei mir zu sehen. Und wenn ihr Lust habt, dann schaltet doch gerne wieder ein. Ansonsten findet ihr mich auch immer bei Instagram. Ich versuche jetzt über die Weihnachtszeit ein bisschen aktiver zu sein auf Instagram, ein bisschen mehr mit euch zu teilen dort. Und ja, ansonsten würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und tschüss.